Sport ist fake. Magnete, Tricks und die Religion der Sportunterhaltung. Leute, Aluhut auf, Digga. Los geht's. Wird in der Sportunterhaltung irgendeine Art von Technik verwendet, um die Chancen zu erhöhen oder zu verringern, dass der Ball in den Korb geht? Is it magic or is it magnets? Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Das wird jetzt ganz wild, da. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Sport ist Fake. Magnete, Tricks und die Religion der Sportunterhaltung. Das wird jetzt mal wieder ein mieses Verschwörungsvideo. Ich habe die ersten paar Sekunden reingezogen. Es ist witzig, es ist verrückt, es ist mystisch, es ist auf jeden Fall crazy. So, deswegen macht euch ready, holt den Aluhut raus. Nehmt nicht alles immer so zu ernst, weißt du? Hört euch das mal an, guckt mal, ob ihr denkt, dass da irgendwie vielleicht was dran sein könnte. Und ja, lasst euch aber nicht euren Kopf ficken davon. Ich liebe euch, wir gehen rein. Daumen nach oben, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Hey Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute haben wir ein interessantes Video, denn aus irgendeinem Grund stellt man das nicht in Frage und es hat mich wirklich umgehauen, weil ich bis vor kurzem nie wirklich darüber nachgedacht habe. Versteht mich nicht falsch, ich habe immer angenommen, dass Sport bis zu einem gewissen Grad manipuliert ist. Da können wir doch eigentlich auch, also wer von euch glaubt, dass Sport zu einem gewissen Maße auf jeden Fall manipuliert ist? Eins in den Chat. So. Also da würde ich ihm schon zustimmen, ne? Da sind ja schon einige Sachen noch rausgekommen mit Mafia und Fußball und Box-Events und WWE sowieso. Aber ja, da würde ich erstmal soweit eigentlich erstmal zustimmen, Digga. Wir wissen, dass Boxen oder Wrestling, naja, es ist Sportunterhaltung und könnte in der Tat alles fake sein. Da ob alles fake ist, da lebt ja. Wir uns wohl einig. Das Problem beginnt, wenn man Basketball, Fußball oder American Football anspricht. Dann setzt eine Art kognitive Dissonanz ein, so wie wenn jemand eine neue Kosmologie kennenlernt. Sie lachen das Konzept, dass es manipuliert sein kann, aus. Die ganze Idee sei lächerlich. Und dann gehen sie am Wochenende mit einem Bier in der Hand zurück zum Spiel. Es ist eine Tradition, ein Ritual und viele dieser Sportfans haben nicht die Absicht, das zu ändern. Was auch völlig in Ordnung ist. Ich denke nur, solche Dinge sollten hinterfragt werden können. Hau mal rein jetzt, Junge, Alter. Einzelne Leute, Aluhut auf, Digga. Los geht's. Und ich finde es sehr merkwürdig, dass mir dieser Gedanke erst vor kurzem gekommen ist. Nämlich, wird in der Sportunterhaltung irgendeine Art von Technik verwendet, um die Chancen zu erhöhen oder zu verringern, dass der Ball in den Korb geht? Ja, Digga, Alter, wir sind da, Bro. Los geht's, Digi. Baron Davis can make a shot from anywhere on the court. Is it magic or is it magnets? Tiny magnets play. Is it magic or is it mad? Is it magic or is it magnets, Digga? On the ball, ensuring a strong attraction to the metal rim. Boah, Digga. Ach. And when Baron needs more magnets, Baron gets more magnets. Bruder, Alter, das ist crazy, Bro. Das ist crazy, Digga. Also, dass sowas funktionieren kann, kann ich mir gut vorstellen. Also, da macht ja Sinn, ne? Magnete, dies, das, dass das mehr zum Ring getrieben wird, so. Ob das wirklich gemacht wird, ist halt dann die andere Frage, so. Don't believe me? Watch the NBA playoffs and you'll see there's really no other explanation. Ich denke, viele von euch sind sich dessen bewusst, dass die meisten Medien auf eine vorgegebene Art und Weise dargestellt werden, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Aber aus irgendeinem Grund, möglicherweise wegen der Kultur, scheinen wir das Ganze beim Sport zu ignorieren. You don't know nothing about it, krass, du, okay? Hier, Freimaurerring, Digga. Is it a legal profession? Of course it's legal. It's a legal my profession. Wahrscheinlich, weil es beim Sport wirklich auf Fähigkeit ankommt.
Ich sage nicht, dass diese Würfe nicht möglich sind und ich habe selbst viel Sport gemacht. Hab auch schon mal so einen Wurf gemacht. Ich bin ziemlich groß und ich habe einige verrückte Würfe aus Glück getroffen. Ich erinnere mich tatsächlich, dass es auf dem Jahrmarkt diese Körbe gab, die so gebogen sind, dass es fast unmöglich ist zu treffen. Doch ich war jung und wusste das nicht, also habe ich's gespielt und den Ball einfach geworfen und auch getroffen. Und der Typ war total erstaunt, wie ich das beim ersten Versuch geschafft habe. Ich hatte immer ein bisschen Glück im Sport, also vertraut mir, ich verstehe das alles. Ich habe einen Basketball von der Mittellinie in den Korb getreten und das war reines Glück. Es ist also alles möglich, aber zwei Dinge können manchmal gleichzeitig wahr sein. Denn wir dürfen nie vergessen, womit wir es zu tun haben. Das ist ein Geschäft, eine Industrie und es geht um Milliarden von Dollar. Es ist im Grunde genommen eine Kirche. Darauf gestoßen bin ich irgendwie, als ich die Trickshot-Videos von Dude Perfect gesehen habe. Ich habe immer mal wieder in deren Videos reingeschaut und ich sage nicht, dass all ihre Würfe fake sind, besonders als sie gerade angefangen haben. Ich verstehe und stimme dem Punkt, wenn man es 100 oder 1000 Mal versucht, wird man es einmal schaffen zu. Doch mit der Zeit, als ihr YouTube-Kanal größer wurde, wurden die Würfe immer absurder, bis die Leute anfingen zu hinterfragen, ob es komplett fake ist. Was auch komisch ist, ist, dass sie ein Video gemacht haben, wo sie zeigen, wie sie ihre Trickshots machen. Und es ist natürlich nur ein Scherzvideo. Aber sie versuchen, den Zuschauern zu zeigen, dass sie Greenscreen-Techniken verwenden, um die Trickshots zu machen. Was so lächerlich ist, dass die Leute einfach lachen und zum Schluss kommen, dass sie die Würfe wirklich machen. Was das Vertrauen in ihre Marke erhöht. So haben sie dieses Video zumindest präsentiert. Also das kann ich mir vorstellen, dass irgendwelche YouTuber so Trickshots machen und da irgendwie rumfaken und so kann ich mir definitiv auch vorstellen. YouTuber faken alles heutzutage. Alles. Von, Bro, Beziehungen bis alles. Pranks. Realness. Name it. Everything. Es gibt Würfe, bei denen es scheint, dass sie manipulierte Aufbauten verwenden. Ich meine, warum sollten sie das nicht? Dann kann man weiterdenken, so wenn YouTuber faken, warum sollten nicht ganze Sportorganisationen faken, die Milliarden von Geld umsetzen? So. Bro, wir versetzen uns nur in die Lage rein und stellen uns vor, dass, ob das eventuell möglich sein könnte. Ich sag hier nicht, was stimmt und was nicht, ne Freunde? Die Leute werden denken, es ist lächerlich, das zu behaupten. Aber ich meine, die Jungs werden von den Mainstream-Medien gefördert. Sie sind quasi Teil der Mainstream-Unterhaltung. Und nochmal, ich denke nicht, dass alle Fakes sind. Aber ist es schlau, sein Unternehmen und sein Einkommen auf reinem Glück aufzubauen? Sie müssen konstant Videos produzieren und was, wenn das Glück mal nicht auf ihrer Seite ist? Und ich werde mit niemandem darüber streiten, da ich viele Diskussionen darüber gelesen habe und es scheint, dass die Leute wirklich glauben, dass alles von Dude Perfect echt ist, weil sie auch Pannen oder knappe Fehlwürfe oder so in ihren alten Videos hatten. Auf der anderen Seite haben viele Leute die Frage aufgeworfen, ob ihre Trickshots eine Art visuelle Effekte sind, die wirklich gut gemacht sind. Oder ob es sogar manipulierte Aufbauten sind, die den Ball in den Korb fliegen lassen. Schaut euch einfach die Anzahl der Sponsoren, Promotionen und Prominenten an, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Sie machen Millionen an Einnahmen im Unterhaltungsbereich und müssen diese Würfe weitermachen, wenn ihr Geschäft weiterlaufen soll. Das einzig Logische aus Produktionssicht wäre, es irgendwann zu faken, um das zu erhalten, was es ist: Unterhaltung. Was nicht heißen soll, dass sie nicht talentiert sind und hunderte dieser Würfe gemacht haben. Sicher, aber das bedeutet nicht, dass beide Wahrheiten nicht gleichzeitig existieren können. Sie haben 50 Millionen Abonnenten auf YouTube. Und ich will jetzt nicht haten oder so, aber für mich scheint es, dass sie sich schon vor langer Zeit verkauft haben. Sie sind in den Top 50 der meistabonnierten YouTube-Kanäle, neben weltweiten Prominenten. Naja, also ich habe mir dieses Video von diesen australischen Dude Perfect YouTubern angesehen, die gerade groß rauskommen. Und ich sage nicht, dass ich denke, dass es fake ist. Erst als ich die Kommentare gelesen habe, habe ich gesehen, was andere Leute denken. Und wenn ich es mir wirklich anschaue, scheint es, dass da vielleicht ein Trick im Spiel ist. Zeig mal. Sicher, das Hauptargument scheint dieser ganze Magnus-Effekt zu sein und wie die Rotation des Balls seine gesamte Richtung ändern kann. Aber das würde es tatsächlich noch unwahrscheinlicher machen, weil er, wenn er den Ball wirft, es überhaupt nicht berücksichtigt. Zeig mal den Shot jetzt erstmal, Cousin.
Zuerst ist das Argument, oh, sie machen es einfach immer wieder. Okay, also ist es Wiederholung und sie passen ihre Bewegung immer wieder an, bis sie es richtig machen. Aber wenn man jetzt das Argument anführt, dass es der Magnus-Effekt ist, dann würde das ein ganz anderes Niveau der Berechnung erfordern, das den Wurf wirklich zu reinem Glück machen würde. Also ja, die Top-Kommentare zu diesem Video sagen alle, dass diese Würfe fake sind. Und ich sage nicht einmal, dass ich zustimme. Digga, blendet der das... Sorry, aber mich triggert sowas. Blendet der das Video jetzt noch ein oder nicht, Digi? Wenn nicht, dann google ich das jetzt. Ich glaube nicht. World Record Backwards Basketball Shot. Das ist der, ne? Be the one. That is such a good line. Go! Oh! Oh, it's in! Be the one. That is such a good line. Go! Bro. Oh! Ja, nee, ist klar, Digi. Ich sage nur, dass mich dies dazu gebracht hat, in die NBA zu schauen. Denn das war es, was die Leute in der Diskussion sagten, dass diese Trickshot-Kanäle und Profisportarten, sagen wir mal, Trickserei verwenden, um das Ergebnis zu kontrollieren. Nun, die meisten Leute sagen mit Magneten. Und darüber werden wir noch reden, aber ich wollte nur sagen, dass es vielleicht etwas anderes ist, mit einem ähnlichen Ergebnis, bei dem der Ball an einen bestimmten Ort gezogen wird. Oder warum müssen es Magnete sein? Ist das, weil das die einzige Anziehungstechnologie ist, die uns ist? Und das scheint der Punkt zu sein, an dem die kognitive Dissonanz einsetzt, weil die Leute sagen, was ist mit Schmuck? Du sagst, sie haben diese Magneten an ihren Händen? Lächerlich, weißt du, wie viele Leute das geheim halten müssten? Und all diese Argumente klingen für mich sehr ähnlich. Deshalb habe ich es mit Kosmologie und FE verglichen, weil es dort das Gleiche ist. Wir stellen einfach nur Fragen zur Mainstream-Erzählung und dann kommen Leute, die der Mainstream-Erzählung wirklich vertrauen und lachen diejenigen aus, die Fragen stellen. Sie verspotten sie buchstäblich und nennen sie dumm, weil sie solche Gedanken überhaupt in Erwägung ziehen. Nun, für mich ist das ein Zeichen und wir müssen darauf achten, wie die Leute auf solche Sachen reagieren. Wie ein religiöser Kult. Wöchentlicher Gottesdienst am Ende der Woche mit all ihren Freunden, die ihre Idole anbeten. Wir kommen am Ende noch darauf zu sprechen, warum das alles passiert. Aber habt ihr zufällig dieses David Blaine-Video gesehen? Das war für die NBA Playoffs 2007 und es macht den Anschein, dass es nur ein lächerlicher Werbespot war, um die NBA zu promoten. Aber ich weiß nicht, es macht nicht viel Sinn, denn erstens, David ist völlig ernst. Wir alle wissen, dass David sich der Tricks hinter der Unterhaltungsindustrie voll bewusst ist. Als einer der berühmtesten Straßenmagier. Also warum sollte er all dies sagen? Und ihr wisst, wie die Elite uns direkt vor unseren Augen zeigt, was sie tun, als wäre es ein Scherz. Ja? Soll so wirken, als wäre es nur ein Werbespot, nur ein lächerlicher kleiner Ausschnitt, damit man es nie wirklich in Frage stellt. Sie machen es ständig in Filmen und Werbespots. Die glauben doch auch an Dings hier, an Karma. So, die Devils. Die Teufelsanbeter, die müssen uns teilweise Dinge sagen, weil sonst würden die schlechtes Karma kriegen. Bro, ich weiß es doch nicht. Wer von euch kann sich vorstellen, ich würde nicht sagen, in der ganzen NBA oder bei allen Sportarten wird rumgefaked und rumgedribbelt und gemacht und getan, aber wer von euch kann sich vorstellen, grundsätzlich, dass da Dinge getan werden, die wir nicht wissen? So. Wissen's nicht, Digi, weißt du? Und er hat's richtig gesagt, Sport ist ein Riesen-Business, da werden Milliarden Euros, Dollars umgesetzt, so. Das ist Entertainment, Bro, das ist genauso wie Hollywood oder Musik oder was und wir wissen, wie alles beeinflusst wird auf eine gewisse Art und Weise. Kannst du mir nicht sagen, dass Sport nicht auf eine gewisse Art und Weise auch beeinflusst wird, so? Sorry, aber da setzt mir gerne den Aluhut auf, aber... Das kann ich mir safe vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob es so gemacht wird, wie er jetzt hier versucht zu erklären, aber dass da eine gewisse Art Beeinflussung oder Manipulation stattfindet, das ist eigentlich safe, Digga. Aber warum? Ist es das Beste, was Ihnen als Werbung einfällt? Nun, die andere Sache ist, ich glaube nicht, dass David die ganze Wahrheit sagt. Denn bei Basketballspielern, die Magneten herumtragen, bin ich mir nicht so sicher. Ich denke, sie könnten einfach den Ball fangen. Aber
Vielleicht funktioniert es so, dass der Ball eine dünne Metallschicht oder sogar einen Elektromagneten in der Haut des Balles enthält. Und im Korb ist dann ein starker Elektromagnet, der die Polarität umkehren und den Ball anziehen oder abstoßen kann. Das ist auf jeden Fall eine krasse Theorie, Bro. Und es ist, glaube ich, auch nicht so weit hergeholt, ne? Und es gibt auch Also insofern, dass sowas auf jeden Fall möglich wäre mit der heutigen Technik. Dafür. Aber ich wollte nur sagen, dass ich nicht überrascht wäre, wenn es andere Methoden zur Anziehung gäbe, die in der Mainstream-Wissenschaft nicht bekannt sind und durch bestimmte Projekte und geheime Finanzierung entwickelt wurden. Denk daran, diese Unternehmen haben Milliarden von Dollar. Ich meine, David Blaine sagt es uns direkt ins Gesicht. Is it magic or is it magnets? Ich wollte am Anfang gerade sagen, das sah aus wie so ein fucking, das sah aus wie so ein Werbespot. Das war echt so ein Werbespot mäßig, wa? Es gibt tatsächlich mehr als nur einen Werbespot. In einem anderen sagt er, dass LeBron James eine Art Sprungrampe benutzt, um seine Dunks zu erreichen. Okay, das mag nur ein Witz sein, aber trotzdem würde ich es nicht abstreiten, wenn man an das Maß an Wokeness und Korruption denkt, das die NBA heutzutage durchdringt, was ironisch ist. Da der LeBron betet doch gerne mal den Teufel an, bevor er auf den Platz läuft, Diggi. Wer weiß, was sie sonst noch so alles tun. Die Spieler im Wesentlichen Sklaven ihres Systems sind. Aber egal, schauen wir uns einige dieser Videos an. Wobei ich allerdings nicht die Spielschüsse verlangsamen und analysieren werde, da es bereits gemacht wurde. Aber ich werde die beiden größten Videos besprechen und sie euch selbst angucken. Aber bevor wir das tun, lasst mich einfach die Leute ansprechen, die diese Idee für völlig verrückt halten, damit ihr euch beruhigen könnt. Ja, ich habe alle Argumente gehört. Es gibt keinen Magneten auf der Welt, der das tun könnte. Als Sportler weiß ich, dass es möglich ist, diese unmöglichen Würfe zu machen. Oder ich habe früher in der NBA und NFL gespielt und ich kann garantieren, dass keine Magnete verwendet wurden. Sogar, dass es unmöglich ist wegen Luftströmen, Physik. Ja, ich bezweifle das alles nicht. Ich stelle nur Fragen und die Art und Weise, wie die Leute reagieren, zeigt, wie sehr sie an einer Idee hängen. Ich verstehe das, wie ich schon sagte, ich habe mein ganzes Leben lang Sport getrieben. Und ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ich bin sehr athletisch. Also ich verstehe das Argument völlig, den Fußball oder den Basketball perfekt zu schießen oder zu werfen. Es gibt jetzt auch Magneten, welche Frauen anziehen, Bro. Sag Walla. So einen erstaunlichen Schuss zu machen. Wirklich, ich verstehe das. Ich verstehe, dass es möglich ist, weil ich es auch viele Male getan habe. Das ist aber nicht das, worüber wir sprechen. Wir sprechen darüber, ob es möglich ist, dass heimlich eine Art Technik in die Bälle, Körbe oder Tore des professionellen Sportunterhaltungssektors eingebaut werden können, um das Spielgeschehen zu beeinflussen und so zum Beispiel durch Wetten Geld zu verdienen. Das ist alles. Wir hinterfragen nicht, ob es tatsächlich möglich ist, diese Schüsse zu machen. Natürlich ist es möglich. Aber wenn wir von einer Industrie sprechen, Milliarden von Dollar, Glücksspiel. Fußball ist die weltweit größte Sportart. Schaut euch die Stadien an und das gleiche könnte man für Basketball sagen. Das sind die modernen Megakirchen. Die Leute wollen das nur nicht zugeben. Es scheint, dass Jack Sempey der größte Kanal ist, der über den Betrug im Sportunterhaltungssektor spricht. Er hat weniger als 2000 Abonnenten. Und ich weiß nicht, die Leute sagen, er könnte ein Troll sein. Vielleicht ist er das auch. Aber ich denke nicht, denn ich habe die meisten seiner Kommentare gelesen und glaube, dass er todernst meint. Auch, dass er fair ist, da es tatsächlich pensionierte Spieler gab, die auf seine Videos kamen und versuchten, seine Theorie zu entkräften. Und er hat den Kommentar buchstäblich angepinnt. Wenn das alles nur ein Troll wäre, hätte er das nicht getan. Er tat das, um zu zeigen, dass er fair ist. Wenn man weiterliest, diskutieren die Leute andere Möglichkeiten, wie dies gemacht werden könnte. Nur weil ein Typ sagt, er kann persönlich bezeugen, dass keine Magneten in Fußbällen sind, bedeutet das nicht, dass es nicht wahr ist oder dass es keine andere Möglichkeit gibt, das Spielgeschehen zu beeinflussen. Nochmal, die Leute hängen so sehr an ihren Sportarten, also wollen sie nicht einmal die Zeit damit verbringen, diese Fragen zu stellen, was sehr aufschlussreich ist. Das größte Video auf diesem Jack-Kanal ist The NBA uses magnetic rims proof. Aber das Ding ist, YouTube macht dieses Video tatsächlich leicht auffindbar. Also selbst wenn dieser Typ es ernst meint, sind die Top-Kommentare alles nur Leute, die sich lustig über ihn machen und ihn dumm aussehen lassen. Also wird jeder Neue, der dieses Video sieht, denken, es sei ein Witz. Doch ich glaube nicht, dass er scherzt. Schaut euch dieses Video an, wenn ihr einige Würfe in Zeitlupe sehen wollt. Und diesen seltsamen Wurf, bei dem der Ball einfach auf dem Korb gefror. Er hat sich nicht einmal verkeilt oder so. Er blieb einfach dort stehen. Ich meine, verdammt. Ich hab so etwas gesehen. Ich hab gesehen, wie er in der Ecke oder direkt am Rand des Korbes stecken bleibt, aber nicht direkt in der Mitte. Ja, ja, Rand habe ich auch schon gesehen. Es gibt auch diesen anderen Kanal namens Lobo, der ein gutes Video mit mehr Erklärungen hat. Er beginnt damit, die NBA-Bälle zu behandeln und wie sie tatsächlich wiederverwendet werden und Digga, stell dir mal vor, das ist alles gefaked, Bro.
Und die Leute ziehen sich das rein und lachen sich und investieren da Geld und wetten und machen und tun und verschwenden ihr Leben damit. Oh shit. Dass sie vor jedem Spiel eine gründliche Inspektion durchlaufen müssen. Sie müssen einen Überprüfprozess durchlaufen, um den Liga-Standard zu entsprechen. Das ist interessant, denn in diesem Video erwähnt er einen anderen Kanal, der über Wilson-Bälle spricht. Weil sich die Leute anscheinend nicht sicher sind, was die NBA-Spielballmarke wirklich ist. Aber sie vermuten Wilson, weil... Wilson ist doch nicht nur NBA-Spielballmarke, oder? Machen die nicht auch Tennisbälle und Socken und so ein Shit? Wilson einen NBA-Spielball hat. Und in der offiziellen Beschreibung steht, der NBA-Spielball 1 ist der dem Profispielball am nächsten kommende. Allerdings können Basketbälle, die für NBA-Spiele verwendet werden, einzigartige Spezifikationen, digitale Technologie und oder strengere Qualitätskontrollen oder Toleranzen haben. Moment mal, digitale Technologie? Also wissen wir, dass sie etwas mit dem Ball machen, ob das jetzt dazu dient, ihn zu verfolgen oder Daten aufzuzeichnen, wie viele Würfe gemacht oder verfehlt wurden. Da ist Technik im Ball, sagst du? Aber auch Smart Basketball mit Sensor und Trackshot, oh shit. Also haben wir es mit Technologie zu tun. Nun, es wird noch interessanter, denn Wilson ist dafür bekannt, Sender in Footballs einzubauen. Football is an American tradition. Sometimes. Ist nicht auch in den Fußbällen heutzutage, sind da nicht Sender drin, wegen ob der Ball über der Linie war und so ein Shit? Digga, gibt's doch jetzt mittlerweile auch schon, oder nicht? Football is an American tradition, sometimes full of camaraderie, team loyalty and nail-biting referee decisions. But what if the refs could use electromagnetic waves to help pinpoint exactly where the ball landed to make their game calls? We go inside the lab to learn more. The trouble is, inches matter in football. The exact location of the football can determine whether a player gained enough yardage for a third down conversion. The exact location can also show if the ball crossed the goal line for a touchdown. In short, the spot of the ball can affect who wins the game. Just watch what happens in this Appalachian State football game. Can you tell if the ball crosses the goal line? Now, engineers at NC State may have a way to know for sure. What we do is we turn the football into a small electromagnet. The scientists work with Carnegie Mellon University and Disney Research to create a way to track a football. Krass, offiziell, ja? Three-dimensional space. You can do left, right, forward, back, up, down is three, and then the football can be rotated this way, and the football can be rotated this way. So he could actually track the football in any orientation around. It's all done using a low frequency transmitter that is integrated into the football. This is the Ja, Digga, ich wusste das gar nicht, Bro. Battery for the device. And then here's the actual transmitter. Aber die sagen, das wird nur zum Tracken benutzt quasi, wa? On off switch so we can turn it off. These are the two wires from the antenna up into the transmitter. And here's the key. The transmitter creates a current in the wire, which turns the ball into a pretty simple electromagnet. This time-lapse video shows how it's all put together. The ball is deflated and unlaced. The bladder is removed, and then a wire is wrapped around the bladder several times. The bladder is put into the football, and then the antenna and the transmitter are epoxied together to make them more durable. Everything is then packed back into the football, which is laced back up and then reinflated. The weight is within the standard deviation of accepted professional football weights. The ball is carefully balanced. If you think about a science experiment you might have done in school where you wrapped a coil of wire and then connected the coil of wire to a battery and then looked at what happened to a compass, you're measuring the same sorts of things that you did with the iron filings and the permanent magnet. In one case, it's a permanent magnet. The other case, it's created by the currents. But the fields are very similar. And effectively, what we're doing is we're taking the football and turning it into a magnet, just like the coil of wire that you did in the science experiment in school. And here's how it works. By the way, this might be nice. Watch the player, and then watch the arrow on the side of the screen. You know, everybody likes to do something cool. Everybody likes to see something that's entertaining. So you can see as he's running down here, the ball really is changing directions as he moves it in his arm and runs across the field. So you can see not only his location, but also that orientation. And you see there's a red and a yellow line, and the yellow line's really telling you the orientation. So when the ball's flat
horizontal to the field, the yellow line straight, and as it tips up, that yellow line gets shorter and shorter and shorter. Krass, Digga, seht ihr das, wie das getrackt wird? There's a series of antennas placed around the field to track the signal produced by the transmitter. A computer... Ja, okay, das ist jetzt aber dann auch nicht weit hergeholt, dass man dann auch eventuell so... bisschen manipulieren kann, ne, wenn man schon so einen Tracker drin hat. Das ist ja genauso wie diese Gehirnchips so. Da verkauft man uns ja auch als positiv und als gut so, ey, ihr könnt dann das machen, ihr könnt dann dies machen und euer Gehirn wird dann, und dann kann einer stimulieren und dann seid ihr einfach intelligenter und so dies, das. Da musst du nur einen Schritt weiter denken und musst dir überlegen, okay, was ist, wenn einer das Ding hackt oder was ist, wenn, ja, ey, vielleicht kommt irgendeiner ins Spielfeld, aufs Spiel und kann diesen Tracker da hacken, sodass sich der Ball auch bewegen kann zum Beispiel. Oder irgendeiner hackt den Gehirnchip oder verpasst euch da irgendwelche Frequenzen rein, die euch verändern, emotional und so, dies, das, bla, bla, bla. Also es ist nur einen Schritt weiter geschwurbelt, so, weißt du? Place the ball. This is one just showing the accuracy. So we've got one of our researchers walking the line and this is showing the direction of the ball, so it's pointed to his right. And he's within 1 foot of the goal line, mostly within 6 inches as he walks. And remember, the football is producing a low frequency signal. That's important because low. Bruder, ganz miese Recherche hier gerade, Freunde. Frequency signals pass through the human body. The ball won't get lost in a pileup of players. We use magnetic waves, which may not mean anything to most people, but typical radio waves get absorbed by our bodies or get shoulder pads, helmets, metal things. The magnetic waves tend to ignore us. We're sort of transparent, if you will, to the magnetic waves. So by using magnetic waves, when all the players huddle around the ball, the waves just propagate through them and we can see them just fine. So the players themselves don't affect the fields we measure whatsoever. And the electromagnetic signals produced are good for tracking a football and safe for people. There actually is an analysis that we had done where you actually calculate, you take a human body. Ich meine, wenn dich das nicht überzeugt, weiß ich nicht, was es tun wird. Sie haben buchstäblich eine Technik, bei der der Football ein magnetisches Griffsystem hat. Und diese Handschuhe machen es so viel einfacher, den Ball zu fangen, dass sie angeblich bei Highschool-Spielen verboten wurden, sagen sie. Ich meine, das ist also ein hundertprozentiger Beweis dafür, dass die Technologie existiert. Krass. Jetzt stellen wir uns nur noch die Frage, ob wir ihnen vertrauen oder nicht und ob es Lügner sind. Was ja, Digga. Nicht leicht zu beantworten ist. The ultimate reception. Now every kid can catch like a pro. Come take a look. Ultimate Reception is the most innovative youth sports entertainment product in years. Crazy, Dicka. Players using an Ultimate Reception football and gloves are so effective they are not allowed in any high school or NCAA football game. This product is strictly for youth and athletes who want to catch like a pro. Ultimate Reception features a patent-pending magnetic grip system. So, müssen auch nicht auf Krampf. Ich habe das Thema verstanden auf jeden Fall. Literally makes the ball stick to your hand. And with the smallest, strongest magnets in the world on your side, it usually only takes one hand. Sie zeigen dir das, um dich glauben zu lassen, dass es sich nur um eine Art Produkt und eine einmalige Sache handelt. Okay, also es geht hier um Manipulation auf jeden Fall. Körbe Magnete haben. Hört genau zu. Say he the fourth member of the Migos, man. Look, they got a magnet on the rim. Got a magnet on the rim. Magnet on the rim. That wasn't even supposed to go in. Die Sache ist, wenn eine Theorie präsentiert wird, die alles, was du kennst und liebst, einschließlich deiner Wahrnehmung der Realität. Wir skippen bis zum Ende jetzt durch einfach, ne? Bisschen skippen so auf entspannt. Und dessen, was du wirklich genießt, in Frage stellt, in diesem Falle Sportunterhaltung, dann ist es schwer, es objektiv zu hinterfragen. Und das ist in Ordnung. Und ich sage nicht, dass alle Sportler... Das ist bei vielen Sachen so, ne? Kennen wir ja. Wenn du versuchst, die Weltbilder von den Menschen zu verändern, dann wird da auf jeden Fall viel Resistenz kommen. Und so. Und Sport ist für viele wie eine Religion. Ist so. ...fälscht sind. Aber wenn es um globale Konzerne geht, die Milliarden von... ...Identität mit Sport. Ich weiß das aus erster Hand. Mein Vater war riesiger Saints-Fan. Ein geringes Bewusstsein haben, Bier trinken und die anderen Teams als Feinde sehen, nur weil sie ein anderes Team mögen. Sicher ist es in manchen Fällen ernst und in anderen weniger, und man kann auch starke Bindungen mit denen haben, die dein eigenes Team ablehnen. Aber im Allgemeinen ist es tatsächlich sehr toxisch und nicht das, was unsere Gesellschaft gerade braucht. Oh.
ich will das nicht so negativ reden, ne? Sport verfolgen habe ich auch gerne früher gemacht. Ich bin halt mittlerweile so weit, dass ich halt da nicht mehr so richtig teilnehme, weil es mich einfach nicht mehr interessiert. Umso bewusster ich geworden bin, umso mehr ich mich auf wichtige Themen konzentriert habe, umso mehr habe ich gemerkt, wie mich das eigentlich gar nicht mehr juckt, so. Welche Mannschaft da jetzt gegen wen spielt oder EM, WM und diese ganze Scheiße. Es interessiert mich einfach automatisch nicht mehr, weil ich bewusster geworden bin, so. Weißt du? Das ist halt, wenn du aus der Matrix einen Schritt rausgehst, und ich bin schon mit anderthalb Füßen eigentlich aus der Matrix raus, wenn ich ehrlich bin, dann interessierst du dich für Matrix-Shit auch nicht mehr so krass, weißt du? Wenn überhaupt. So. Aber ich will das nicht jetzt hier schlecht reden für alle Leute, die das noch fühlen. Macht das, wenn es sich gut anfühlt für euch, Digga, dann let's do it. Eine Pause von der Kultverehrung einlegen und uns alle eine Weile auf uns selbst konzentrieren. Das ist nämlich der Key eigentlich so. Ich glaube, viele Sachen in der Matrix sind dafür da, um uns von uns selbst abzulenken. Und dass wir halt nicht anfangen, uns mit uns selbst zu beschäftigen und dann eine richtig starke Beziehung aufzubauen und dann im Endeffekt auf der Suche nach dir selbst wirst du Gott finden und auf der Suche nach Gott wirst du dich selbst finden. So, Zitat Leon Lovelock, Digga, gerade erfunden, Vesho. Und das ist das, was wir nicht finden sollen, glaube ich. Mann. Viele dieser Programme machen auch keine sofortigen und auffälligen Schnappschüsse, sondern sind kleine Assistenten. Ich küsse dein Herz, Digga. Passt, würde ich sagen. Passt, würde ich sagen. Wer das ganze Video gerne bis zum Schluss sich reinziehen würde, möchte, meine ich, wird den Link unten in der Beschreibung finden. Ich fand es trotzdem ein cooles Video, war mies. Hat aber am Ende des Tages doch mehr Sinn gemacht, als ich dachte irgendwie. Schreibt eure Gedanken dazu auf jeden Fall unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Peace out. Gang.